Willkommen zurück, Freunde. Wir machen hier auch sofort an der Stelle weiter. Es beginnt um. Phase 2, Aktivierung jetzt. Das ist auch geil gemacht. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Machen wir. Also er macht das, nicht wir. Wir haben es ja nicht mehr in der Hand, wir haben es ja schon gespielt. Hochkondensatoren bei 105%. Könnte man das sogar irgendwo lesen? Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich nicht, aber ich habe da eine kleine Abweichung in... Nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Die Sequenz läuft weiter. Super. Ich erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen, schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. Maschinen werden runtergefahren. Wow. Das heißt, ich versuche, die Maschinen runterzufahren. Das Ding will nicht. Alter. Alter. Wie wäre das, man die ganzen meisten Personen einfach wegteleportiert? Ach nee, er lebt ja tatsächlich gleich die Map doch noch. Also, ihr habt's gehört. Man hat, also der eine hat vermutet, dass da jemand seine Finger in den Spiel, die Finger in den Spiel mit hatte. Dass wow, dass die Dämpfungszellen zum Beispiel versagt haben, obwohl sie eigentlich niemals versagt hätten. Es war ja eigentlich logisch, weil der Kristall, gut, okay, es gab eine Abweichung. Man hat es gesehen. Also hat jemand die Dämpfungsfelder definitiv abgestellt, sodass das passieren konnte. Wer das war, kann man sich ja ganz einfach vorstellen. Das ist ja eigentlich, spricht schon für sich, dass es sehr, sehr wahrscheinlich der G-Man war. Ihr werdet noch später bemerken, warum. Okay, scheiße, wen habe ich denn jetzt? Nein, ich will nicht Dr. Green. Mit Dr. Cross. Das ist blöd, dass ich muss aufpassen. Es darf ja natürlich keiner von beiden sterben. Weil, wenn einer von beiden stirbt, ist scheiße. Aber das Geile ist noch gleichzeitig, wenn ich den. Ach Quatsch. Ich den einen umfohlen stelle und ihn als NPC sozusagen lasse, schießt er auch auf die Gegner. Das ist ganz cool gemacht. Dreh dich mal um, da kommt jemand. Glück gehabt. Okay. Na, komm her. Daneben. Komm her. Na, rasch. Okay, das war gut für mich. Okay. Wir haben jetzt, wie ihr seht, wir haben die anderen Waffen-Sounds haben wir jetzt hier nicht. Die Pistole, die gleichen Waffen-Sounds, die er immer hat.
Nur, dass wir hier, sag ich mal, auch ein anderes Waffendesign haben. So, müssen wir mal gucken. Ich müsste eigentlich beiden was geben. Ja, wie gesagt, eigentlich will ich beiden was geben. Notfalls. Hier wäre die Pistole für den anderen. Ich glaube, das mache ich auch. Und die Wiese hier in dem Game ist tatsächlich echt baller. Oh, ich glaube, ich habe hier Dings an. Maus. Auto zielen. Hi, braucht kein Schwein. Schießen, was das Zeug hält, weil ich bin der Meinung, es war so gewesen, dass wenn man ein großer Map-Change hat, dass man neue, dass man die nicht die Waffen behält. So war das meiner Meinung nach. Das ist ganz schön fies. Dann schießt der eine dann nicht mit. Aua, das hat zwar mir noch Schaden gemacht. Bam, aufgelöst. Wahnsinn. Voll zerfetzt. Können wir da gegen was machen eigentlich? Können wir die angreifen? Nee. Hey. Hallo. Es ist aber bald mal genug hier. Ja, ich habe ja Dr. Cross jetzt. Ja. Was hat er denn da gemacht? Wo willst du hin? Die hat schon die ganze Zeit geknallt. Die Dinger sind explodiert, machen auch keine Geräusche mehr, also sind so total funktionsuntüchtig. Tja, passiert halt, wa? So. Ist auch mal ein lustiges Spielerlebnis, sag ich mal, wenn man immer zwei Personen spielt. Nee, gehen wir mal. Hier die. Oh, die hat ja schon fast voll. Okay. Wow. Okay. Na, sag mal. Da ist noch einer. Das war perfekt. Okay, jetzt müssen wir. Jetzt gehen wir nämlich, glaube ich, einen ganz anderen Weg schon. Lassen wir uns mal kurz. Oh, wo bist denn du? Bitte schön. Freunde, da bin ich wieder. Das Problem ist genau das, was ich ansprechen wollte. Und zwar stürzt das Game gerne mal ab und leider auch nicht ab. Nicht nur selten. Sondern das Problem ist auch noch, dass wir hier nicht speichern können. Das ist natürlich eine echt doofe Sache, weil es eigentlich als Multiplayer-Game zählt. So, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen wieder an den Kontrollen. Oh Gott sei Dank, Sie haben überlebt. Ihre Schutzanzüge sind ausgezeichnet konzipiert, Dr. Cross. Also, wir haben uns einen Plan zurechtgelegt. Sie müssen Rosenburg an die Oberfläche begleiten. Helfen Sie ihm, Hilfe anzufordern. Ich würde das mit meinem Rollstuhl nicht schaffen. Daher bleibe ich zurück und versuche, den Schaden an unserer Ausrüstung und das Ausmaß der Kaskade abzuschätzen. Ja, es gefällt mir gar nicht, Sie hier zurückzulassen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Lassen Sie mich den Serviceaufzug aktivieren. Es gibt eine Abkürzung durch den Trainingsbereich, die Sie zur Oberfläche bringt. Diese. Das hier ist übrigens Dr. Gut, also dann los. Man hat ja gehört, das ist Dr. Rosenburg. Ja, nicht zu verwechseln mit Dr. Rosenberg. So. Kommst du, Kumpel? Gut. So, genau das ist es jetzt nämlich. Great A, bla bla. Die Mission ist jetzt abgeschlossen. Und jetzt, glaube ich, lande ich wieder im Hauptscreen, oder? Energie nee. Jetzt auf. Ganz gleich, was Energie Dr. Keller auch immer glauben mag. Wir sollten auf. Nur an die in Black Mesa gefangenen Menschen denken. Wir müssen zur Oberfläche und die Satellitenkommunikationsanlage erreichen. Sie werden sicher unverzüglich das Militär losschicken, um uns zu retten, wenn sie erst wissen, was hier los ist. In der Nähe gibt es einen Fahrstuhl, der uns nach oben bringen wird. Folgen Sie mir. Ja, also, ich sag ja, mit...
dieser Half-Life wurde, wird es erstmal allen oder den meisten erstmal klar. Hier wird vielen erstmal klar, weswegen, wieso, weshalb, warum ist das passiert und so. Es wird hier eigentlich so gelöst, sozusagen, der Grund. Das ist sogar noch fast ein bisschen mehr als bei Blue Shift oder sowas. Verdammt! Die Steuerung des Fahrstuhls funktioniert anscheinend nicht. Unter uns liegt ein Wartungsbereich. Ich glaube, von da unten könnte man den Fahrstuhl in Betrieb nehmen. Sie müssen aber durch den Gefahrenkurs, okay, um den Wartungsbereich zu erreichen. Ich weiß, dass ich Sie nicht extra daran erinnern muss, dass Sie durch den Schutzanzug geschützt werden. Durch den Gefahrenkurs. Kennen wir doch. Haben Sie cool gemacht. Sagt er da noch was? Nee. Dann holen wir nämlich nochmal Dr. Green her. Nein, genau, der wartet ja jetzt hier. Hier geht's nämlich auch nicht weiter. So, ich nehme aber lieber Dr. Cross. Erstmal hat sie mehr Muni. Da bin ich. Die erste Bewegung, die wir auf dem Gefahrenkurs trainieren, ist der einfache Sprung. Das ist die Lampe, oder? Ja, nur dass sie keine Stöckchen da in den Haaren hat. Das ist die aber. Ist wahrscheinlich einer der älteren Mitglieder von Black Mesa. Wow! Auch eine coole Idee, finde ich hier, sag ich mal. Den Trainingsareal nochmal als wow als Level mit einzufügen, ist eine coole Idee. So, ich weiß, ich könnte das auch noch mit jemand anderes spielen, aber wie gesagt, dadurch, dass es hier andere Arealien gibt, und ihr habt gesehen, die Munition von der hier war wieder, hat ein Standard-Munitionsarsenal bekommen. Von daher ist das ziemlich wurscht, ob ich die Munition verbrauche oder nicht, weil, also es ist besser, wenn ich sie verbrauchen würde. Weil eben halt ich eh neue Waffen bekomme immer wieder. Das ist so ein bisschen doof gemacht, eigentlich. Ja. Das muss ich den Hinderniskurs nochmal machen mit Dr. Green. Alles wird jetzt hier verdoppelt. Aber egal. Jetzt werden wir ihre Fertigkeiten miteinander kombinieren. Oh. Sie müssen springen, sich ducken und wieder springen. Das wird sie auf den nächsten Raum vorbereiten, in dem sie dann beide Bewegungen zur gleichen Zeit ausführen müssen. Ist hier auch einer? Nee. Hier geht's diesmal nämlich nicht weiter. Jetzt schon alles eingestürzt. Oh, und die zwei habe ich noch vergessen. Ey, die Tür geht ja gar nicht auf. So. Ich bin jetzt hier oben lang. Wo uns immer die Professoren so freundlich zugewinkt haben. Genau. Ah, gut, okay. Hier ist nämlich auch Blödsinn. Ich sehe nicht mal mehr das Ding dazu. Oh, funktioniert aber so noch. So, daherkommen. So. Ah, das ist geil. Das Schild, finde ich, das hätte man noch offizieller einführen können. Also das hätte man öfters dabei sein müssen, weil das ist ein cooles Schild. Warnung, Geschütz. Aber... Energieunterstützung. Bewegungsaktiviert. Ah, okay. 100%. So, ihr habt's gehört. Es hat gepiepst. Heißt auf Deutsch, der Part ist vorbei. Naja, sie ist ja eh noch voll. Also, Freunde. Oh ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das ist übrigens... Ah, das erkläre ich euch gleich. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also, ciao.